Anlässlich der Weltmeisterschaften wird aus dem idyllischen Berghotel Friedrichshöhe das Idealhaus. Jetzt ist noch nicht allzu viel los. Wir werden gleich mal uns drinnen ein bisschen umschauen, aber wir werden hier heute Abend die Möglichkeit haben, mit der einen oder anderen Legende des Bobsports zu sprechen. Ich freue mich schon sehr darauf und bin sehr gespannt. Ja, wir sitzen hier mit dem Harald Schudai. Sie zwei kennen sich schon ziemlich lange, richtig? Ja, sehr lange. 16, 17, 18 Jahre oder so, ja. Mindestens so. Ja, ja. Wie hat es angefangen? Ja, wir haben hier so eine Veranstaltung gemacht, wo wir unsere Vertriebspartner eingeladen haben. Und das war so ein Winter-Dreikampf, der besteht aus dem Rodelstart. Das kann man hier machen in so einer Trainingshalle, da kann man den Rodelstart üben. Und dann kann man den Bobstart üben auf so einer Anschubstrecke, die so aussieht wie die in Altenberg. Und anschließend waren wir zum Biathlon-Schießen. Und da haben wir beide uns kennengelernt und ich sag mal so, wir waren uns von Anfang an irgendwie sympathisch. Wir sind fast gleich alt. Du bist 5 Wochen, 6 Wochen älter als ich. Ja? Und haben dann gesagt, okay, wir versuchen mal zusammen mit dem Bobfahren, oder? Also war richtig easy, weil ich sage mal, man lernt sich kennen und sagt, die Chemie stimmt, ne? Irgendwo, ne? Das ist ja nicht so oft. Aber man weiß das dann einfach, ohne dass man das irgendeiner was sagt. Ne? Du sagst, okay, man kann miteinander. Ne? Ja. Und das war so der Grundtenor und dann bringt er natürlich die Verrücktheit mit, natürlich, auch die man für den Sport braucht. Mhm. Ne? Also auch so ein Treiber, ein Antreiber, ein bisschen, okay, mach mal von oben das und jenes. Und, ja. Ne? Also sehr, sehr mutig, sehr, sehr, sehr engagiert sowieso. Mhm. Ne? Also 100% geiles Gefühl, miteinander irgendwas zu tun. Ne? Cool. Wie war die erste gemeinsame Fahrt? Wenn sich dann wo war das? Also die erste gemeinsame war das in Innsbruck, oder? In Eagles, glaube ich. Innsbruck, ja. Innsbruck. Also wir wollten eigentlich zusammenfahren hier zum Weltcup 2006, aber dann hattest du, glaube ich, Rücken. Und dann bin ich hier gefahren von oben mit einem anderen Piloten, dem Andreas Tschocke, der heute Abend auch kommt, einer der Väter dieses sächsischen Erfolges ist. Und dann sind wir anschließend in Eagles gefahren bei der Senioren-Europameisterschaft. Das war eine unvergessliche Geschichte, weil wir eine Kufe mit hatten, die nicht auf unseren Schlitten passt. Ja, und aber das war, wir haben immer gesagt, wir machen es aus Spaß an der Freude. Wir waren ja damals auch schon über 40 Jahre alt und haben dann angefangen, miteinander Bob zu fahren. Das war eigentlich bisher, ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Ja, es war ja für mich auch verrückt, da so einen Wahnsinnigen zu haben, als Quereinsteiger, der eigentlich normalerweise keine Ahnung hat, der aber sich unwahrscheinlich engagiert hat. Heute sage ich, hätte ich so einen Bremser früher gehabt, der wäre ich länger Bob gefahren. Ne? Also ich muss mich um nichts kümmern, das Material ist in Ordnung, die Plättchen sind fertig, alles. Also wirklich die ganzen Feinheiten, wo du als Pilot dann immer hinterher gucken musst, weiß ich 100%, das klappt, ich muss jetzt gar nichts mehr machen. Ne? Also ich dachte, hätte mir mal eher passieren sollen. Ja, ja. Was mich mal interessiert ist, wie hat sich der Bobsport in den letzten 10, 20, 30 Jahren eigentlich verändert? Was sind da so die wesentlichen Veränderungen, Entwicklungen gewesen? Ja, es gab ein paar Materialentscheidungen. Es gibt jetzt diese Einheitskurve oder einen Einheitsstahl sozusagen. Mhm. Das ist diese Entwicklung nach meiner Zeit quasi ab 2000 irgendwo passiert. Mhm. Mittlerweile gibt es die Entwicklung, die vielleicht bedenklich ist, dass man immer breitere Kufen fährt. Ne? Immer breiter bedeutet natürlich, man kann weniger lenken, ne? Der ist weniger führbar, der bricht mehr aus. Und wir haben die Schürze jetzt bei den Frauen gesehen, das ist einfach darauf zurückzuführen, dass die Mädels den Breitreifen, sagen wir immer, nicht im Griff haben dort an der Stelle. Ne? Und das macht die Sport natürlich wieder ein klein bisschen gefährlicher an sich, sage ich mal. Ne? Ja. Ansonsten gibt es natürlich heute Kohlefaserbobs, ist ein Standard, wir waren bei mir noch Glasfaserstandard. Die sind auf minimalem Maße gebaut, was Querschnitte betrifft, um dort optimal zu sein. Mhm. Ja, und dann wird natürlich immer getüftelt an Dämpfungsgeschichten, die, ich sage es immer mal, am Rande des Reglements sind oder die nicht definiert sind. Und da guckt jeder, wo ist irgendwas im Reglement, was vielleicht nicht drinsteht. Und dann versuche ich dort was zu tun. Mhm. Aber das haben wir zu unserer Zeit auch schon getan. Mhm. Ja? Ich glaube, eine der wesentlichen Entwicklungen ist, dass vor 30 Jahren die Leute, insbesondere die Piloten, bei weitem nicht so athletisch gewesen sind, wie wenn man sich die alten Aufnahmen ansieht, wie die heute sind. Früher war die Startleistung war auch wichtig, aber
die Pilotenleistung überwog halt immer noch. Und mittlerweile gibt es natürlich Bahnen, wo ich den Eindruck habe, also du kannst darunter fahren, wie du willst. Je schnell, wenn du nur schnell genug anschiebst, dann spielt die Pilotenleistung keine Rolle mehr. Das halte ich persönlich für eine bedenkliche Entwicklung. Klar, weil man im Endeffekt ja nur mit Kraft kann. Genau. Ja. Das ist ja immer noch eigentlich ein Teamsport, ne? Und dann ist es kein Teamsport mehr, wenn es nur ums Schwimmen geht. Ja, das ist die Frage auch, wie leicht macht man eine Bahn, sage ich mal. Ja, ne? Die schwierigen Bahnen, Cervinia, Cortina, gibt es leider nicht mehr Naturbahnen, irgendwo, die also auch schon das besondere Pilotenprofil abgefordert haben. Na, jetzt gibt es noch Whistler, das ist sicherlich eine sehr schnelle Bahn, Altenberg ist eine sehr schnelle Bahn. Und es gibt die Tendenz halt quasi, solche Bahnen auch weiter zu entschärfen. Ja. Whistler kann ich nicht einschätzen, Altenberg, denke ich, muss man überhaupt nicht entschärfen, weil wir haben jetzt gesehen, die Männer sind super runtergekommen, die Frauen heute auch super runtergekommen und die gestern die Stürze sind einfach auf permanent gravierende Fahrfehler zurückzuführen. Mhm. Ich kann den Kreisel ja nicht wegbauen, also ich sage einfach, das ist das ist das Problem eigentlich und über das muss man reden. Ne? Ja. Man kann im Weltverband weiter darüber reden, ob man vielleicht den Sturmwiderstand erhöht, dass man sagt, wenn jetzt die Gefahr ist, dass es immer schneller wird, dann kann ich das ja einbremsen, indem ich bestimmte Entwicklung einbremse oder irgendwas. Ne? Oder zum Beispiel sage ich maximale Kufenbreite. Oder die Kufenbreite einschränke, genau. Dass ich dann einfach sage, okay, gibt eben nur 60er Radius, bis 60 drauf gefahren werden, dann schränke ich solche Entwicklungen auch ein. Ist man mit breiten Kufen schneller? Oder wo? Ja, durchaus, wenn man sie beherrscht. Wenn man sie nicht beherrscht, sind sie langsamer. Schmale Kufen lassen sich leichter lenken, breite Kufen sind von der Tendenz her schneller. Harald, ich würde mit der Kufenbreite anfangen, weil das etwas ist, was man wahrscheinlich am schnellsten realisieren kann. Am ehesten realisieren, da muss man keine Bahn umbauen, das ist ganz schnell. Man kann auch eine breite Kufe von 70 auf 60 umfräsen. Also du hast dort nicht so viel finanziellen Aufwand, als wenn ich sage, ich muss alle Bahnen umbauen oder zwei Drittel der Bahnen. Das ist halt für Quatsch. Aber was ganz wichtig ist, was uns, glaube ich, verbindet, wir sagen immer, Bobfahren ist ein Gentleman-Sport. Mhm. So, das heißt also, jeder packt bei jedem an, der Olympiasieger beim Junior und der Junior beim Olympiasieger. Und das ist etwas, was man unbedingt erhalten muss, wenn man den Bobsport erhalten will. Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, gibt es in keiner anderen Sportart. Weil halt, das ist ja natürlich auch der Vorteil für uns als Sponsor, man hat nirgendwo ein Sportgerät im Wintersport, jedenfalls fällt mir keins ein, wo man eine solche Projektionsfläche für Werbung hat. Ja. Das führt aber auch dazu, weil ich glaube, das hat Andi Langer mal gesagt, Bobfahren besteht zu 98% aus Bobtragen. Ja? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man immer wieder buckeln muss. Aber Stichwort Junior. Junior hat ja jetzt auch einen Erfolg eingefahren, jetzt gerade unlängst, habe ich gehört, im Vorfeld. Ja, er hat vor anderthalb Jahren angefangen mit Bobfahren, Monobob, quasi so eine Junior-Klasse. Ja. Und ja, als Vater bist du natürlich erstmal, du kennst um die Gefahren, du weißt, was da passieren kann und wie auch immer was. Bin ich erstmal auf der Bremse gewesen, muss ich sagen. Ne? Mhm. Aber er wollte es unbedingt und dann kann man als Vater dann auch die Bremse nicht ewig halten. Ja. Und sage, okay, dann mach und hab Spaß dabei, das ist das Wichtigste. Ja. Und ich helfe dir, soweit ich kann, so viel ich kann. Und Spaß muss ganz oben stehen bei der Geschichte. Ne? Also neben der Ernsthaftigkeit, die man natürlich immer bei so einem Sport auch haben muss. Ne? Also er kann das nicht sagen, aber ich kann das sagen. Und aus der fast 20 Jahren Erfahrung, ich war ja auch mal eine Zeit lang Vizepräsident des Deutschen Verbandes. Wahrscheinlich ist der Alex eines der größten Talente, die wir in den letzten 25, 30 Jahren gehabt haben. Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen, ja. Aber die Grundvoraussetzungen sind schon. Ja, erst billig und alles gut, alles schön. Jetzt schön Ball flach halten erstmal, die nächsten Jahre ordentlich trainieren, die Bahn arbeiten. Ja. Dort und viele Kilometer fahren, viel lernen dabei. Das ist einfach die Grundvoraussetzung und dann Athletik dazu. Athletik spielt eine große Rolle heute. Ja, und dann schauen wir mal, wie es wird. Ja, aber trotzdem, Spaß muss das Wichtigste sein. Ja, es muss Spaß haben. Wenn du Stress hast und dann oder Angst hast, auch das ist bei manchen eher ein Problem. Sag ich mal. Wenn mein Erlebnis, Sturz gehört dazu. Das willst du, hat auch seine Stürze weg jetzt schon. Und das ist gut, sage ich jetzt einfach mal, weil du weißt, okay, wie das ist. Ja. Ich kann mich auch an meinen ersten Sturz erinnern und sage, okay, das war auch für mich gut. Weil ich wusste, es ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ne? Dann eigentlich, man findet es anders, wenn nichts Gravierendes passiert. Und das sind so wichtige Erfahrungen. Ne? Es gibt auch schwere Stürze, wo Sportler hinterher dann ihre sportliche Laufbahn beendet haben. Ja, aber ich denke mal,
wir haben das immer gesagt, wenn es uns keinen Spaß mehr macht, hören wir sofort auf. Mhm. Und das ist bei so einer Sportart, die ja nicht im Mittelpunkt steht, auch bei den Leistungssportlern das Wichtigste. Man muss auch, glaube ich, mit dem Vorurteil aufräumen, selbst die Jungs, die heute im Weltcup fahren, selbst die Weltmeister werden, Olympiasieger, die verdienen damit keine Reichtümer. Das sind absolute Enthusiasten, das sind Leute, die lieben ihren Sport. Die machen das, weil dieser Sport ihr Ein und Alles ist, aber nicht, weil sie damit Geld verdienen. Und das ist eben noch sehr, das ist im Unterschied zu anderen Sportarten wie Fußball oder Tennis oder so, noch sehr, sehr ursprünglich. Ja, ja. Da werden Sie heute auch einige Gesprächspartner haben über diese Themen. Also wenn sicherlich den einen oder anderen wiedersehen, das wird bestimmt spannend. Also ich weiß nicht, wie viele Olympiasieger heute da sind, aber es wird mit Sicherheit satt zweistellig werden. Mhm. Ja, wünsche ich viel Spaß dabei. Es wird sicherlich spannend, auch das Wiedersehen mit so vielen Kollegen. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Danke.